Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind das letzte Mal im Ankerplatz der Königin stehen geblieben, wo wir sehr viel Geld gemacht haben, indem wir einfach Zeug verkauft haben, das wir nicht mehr gebraucht haben, hauptsächlich Standardwaffen, Standardrüstungen und so weiter, ein paar Kanonen. Hier könnten wir sicherlich auch noch was verkaufen raus, aber eher an den Alchemiehändler. Zum Beispiel Weißblatt und Priem und so bräuchten wir eigentlich nicht. Weil die Buffs daraus, die benutze ich selten. Und der Trank könnte mal hier rein. Was haben wir hier noch? Todesauge ist ein Gift. Erschütterungsbomben ist eher Edders Sache. So, ein Trank noch für Edder. Ist das hier eine Schriftrolle des Heilsporn? Waffe beschwören Heilsporn. Den kriegst du mal. Alof ist schon voll. Das sind die besseren Heiltränke. Keine Reflexionstränke hätten wir auch noch. Was war das? Rückgrimmes abstoßendes Antlitz. Packen wir das mal hier rein, bis wir es brauchen. Ein paar Fallen, die hätten wir. Diebeskit. Gesegneter Weinrauch und arkane Salbe. Also das sind kurzzeitige Buffs. Ja, die 2 Minuten plus Bonuszeit halten. Also ich glaube, das hängt von der Alchemie ab. Oder durch irgendetwas, was wir tragen. Was steht bei Xoti? Plus 30% Stufe. Na. Wie wär's mit Alof? Der kriegt keinen Bonus. Okay. Wir denken können, dass das an Alchemie liegt. Wie ist denn so bei denen der Alchemie-Skill? Bei dir nicht vorhanden? Bei dir auf 6? Ah, bei dir auf 2. Durch was haben wir 2 Alchemie eigentlich? Ach, Waldläufer. Okay, das erklärt's. Also 5% Bonus pro Alchemiepunkt. Macht irgendwie Sinn. Genauso wird das hier verbessert. Und ich wette, Sprengstoff verbessert solche Sachen, oder? Gewandtheit. Ja, plus Stufe durch Sprengstoff wahrscheinlich. Also die Betäubungsbombe. Er kriegt eine erhöhte Durchschlagskraft wahrscheinlich durch seine Sprengstofffähigkeit, die auch auf 6 ist. So, wir wollen jetzt aber die Stadt über den Norden verlassen. Was wir von hier aus nicht können, weil das eine Sackgasse ist. Yay. Ganz ehrlich, da können wir auch gleich die Stadt hier rüber verlassen. Beziehungsweise den Ankerplatz der Königin, weil wir wollen ja in die Schlangenkrone. Dort wollen wir gucken, ob wir an die zweite Muschel rankommen. Und wir wollen mit dem netten Prinzen Matachales über die Hungersprobleme reden. Mal ganz kurz gucken, in welches Anwesen müssen wir denn? Bittere Medizin war es nicht. Futter für Gedanken.
Das ist das, was wir jetzt gerade machen wollen. Ruf des Horns, ja. Nein. Wo ist es denn? Ja, beschaffe das Horn der Wellen aus der Villa von Takona in Schlangenkrone. Oder Takano, genau. Also können wir in Takanos Anwesen. Ja. Dumm, di, di, dumm, di, dumm, di, dumm. Weil ich brauche beide Muscheln, um unten das Ornament zu öffnen. In dem einen Tempel. Dahinter liegt nämlich sicherlich irgendwas Wertvolles verborgen. Es kann auch sein, dass ich mir die Quest verhauen habe. Ja. For what do you come to my villa? Was führt dich in meine Villa? Er strahlt und breitet seine Arme weit aus. Ich höre, du hast ein seltenes Ondriten-Artefakt. The Coronet of Waves. It is a conch shell, but very important. To receive it is the highest honor. Das Horn der Wellen. Es ist ein Muschelhorn, aber sehr wichtig. Es zu erhalten ist die höchste Ehre. Er nickt heftig und bringt den Speck an seinem Hals zum Schwabbeln. Er klingt, als ob er sich selbst überzeugen wollte als dich. The Queen gave it to me as thanks for my years of service. I was her personal bodyguard when she was a child, you know. Die Königin hat es mir als Dank für meine jahrelangen Dienste überreicht. Ich war ihr persönlicher Beschützer, als ich noch ein Kind war, musst du wissen. Er faltet seine Hände über seinen beachtlichen Wanz. Warum ist das Horn der Wellen so etwas Besonderes? Because it is sacred to the goddess Andra. Everyone knows it is a privilege to have. Weil es der Göttin Andra heilig ist. Jeder weiß, dass es ein Privileg ist, das Horn zu besitzen. Er drückt seine verschränkten Finger so fest zusammen, dass seine Fingerknöchel weiß werden. Er blickt zu seinen Schülern. Everyone knows it is a sign of favor. Ekera Takano, jeder weiß, dass es ein Zeichen der Gunst ist. Sie steht wieder stramm, ihre Reaktion so schnell und automatisch, als hätte Takano ihr einen Befehl erteilt. Er nickt seiner Schülerin wertschätzend zu. I am misled if holding a shell is all it takes to earn Ngati's favor. Offensichtlich unterliege ich einem schrecklichen Irrtum, wenn man bloß eine Muschel vorzeigen muss, um Ngatis Gunst zu erringen. Tekeo wirft seine Haare zurück und lacht leise in sich hinein. Die Johanna nutzen Muschelhörner seit Jahrhunderten zur Kommunikation. Dies ist vermutlich sein Gerät. Solche Artefakte sind oft mit Zaubern belegt. Nimm dich in Acht, wenn du es benutzt. Andra ist die Göttin des Verlustes. Die Legenden besagen, dass sie fehlende Dinge mit der Muschel zu sich ruft. Nehmen wir mal die drei. Truly? Then I must hope she calls nothing back from me. Wirklich, da muss ich hoffen, dass sie nichts von mir zurückruft. Sein dröhnendes Gelächter klingt etwas nervös, als er sich in seinem eleganten Heim umsieht. Generations ago, there was a similar shell. When the old city sank, Andra's faithful gathered around that cornet and prayed for deliverance. Vor einer Generation gab es eine ähnliche Muschel. Als die Altstadt versank, versammelten sich Andras getreue Anhänger um jenes Horn und beteten um Erlösung. Er lehnt sich zu dir her, das Lächeln des geborenen Geschichtenerzählers im Gesicht. Ein hundertvoller Singsang schleicht sich in seine Stimme. But Andra is not a goddess of mercies. Instead of lifting them from the ruin, she pulled them down with the shell and said they would rise when it did. Doch Andra ist keine gnadenvolle Göttin. Anstatt die Gläubigen aus den Ruinen zu erheben, hat sie mit der Muschel auf dem Meeresgrund hinabgezogen und gesagt, sie würden erst wieder hochkommen, wenn es die Muschel auch täte. Er kichert, lehnt sich zurück und hält sich seinen beachtlichen Bauch. That is the story, anyway. Macabre, no? So geht zumindest die Geschichte. Makaber, nicht wahr? Seine Augen funkeln fröhlich. Ihm das Horn der Tiefen zeigen. Sieh mal, ich besitze auch eine ganz besondere Muschel. Ah, I see. Ah, ich sehe es. Sein Gesicht zeigt deutliche Enttäuschung. Die Chaos-Stimme verzieht sich zu einem zustimmenden Schmunzeln. Adolf wirft dir einen gequälten Blick zu, wegen Stolz. I am sure it is also a great honor. Ich bin mir sicher, es ist ebenfalls eine große Ehre. Ja, warum Because ist das Horn? Is ja.
Nehmen wir mal die 2. I keep it locked away, to see and not to touch, Ikera. But your words are good warning. Ich halte es unter Verschluss. Es ist zum Ansehen da, nicht zum Anfassen, Ikera. Aber deine Worte sind eine gute Warnung. Er sieht sich nervös in seinem eleganten Zuhause um. Generations ago, there was ja, das kennen wir. That is the story anyway. Macabre, no? Ich benötige das Wort. Seine Augen weiden sich, aber es war ein Geschenk der Königin. Es ist nicht üblich für einen Mann meines Ranges, ein solches Symbol wegzugeben. Ja, ich sollte es eigentlich nicht sagen, aber ich bin auf einer Mission für den Palast unterwegs. Ein so bedeutendes Symbol wie das Horn würde dabei helfen. Ich kann dich dafür bezahlen. Das Horn der Wellen ist nicht bloß irgendeine Trophäe. Es verdient einen Besitzer, der seine Geschichte kennt. Betrachte es als Preis für dein Leben. Ehrlich gesagt, lass uns ein anderes Mal besprechen. Nehmen wir mal die 3. But the Queen gave it to me. There is great honor in such a gift. Er blinzelt, aber die Königin hat es mir gegeben. Mit einem solchen Geschenk ist eine große Ehre verbunden. Die wahre Ehre liegt in ihrer Wertschätzung, die du immer noch besitzt. Das ist doch, was dir wirklich wichtig ist, oder? Die Oana teilt die Ausbeute. Die Muschel wurde an dich weitergegeben und dir nicht geschenkt. Ondra bestraft jene, die sich weigern, loszulassen. Wenn du dich weigerst, ihre Elixier zu geben, stell dir mal vor, was die Statisten nehmen könnte. Ehrlich gesagt, lass uns das ein anderes Mal besprechen. Nehmen wir mal die 1. What is esteem, if no one sees it? Esteem is expensive to maintain. Er hält für einen Moment inne. Aber was ist eine Wertschätzung, wenn sie keiner sehen kann? Wertschätzung aufrechtzuerhalten ist teuer. Er sieht sich in seiner geräumigen Villa um. Sein verschmitzter Gesichtsausdruck spiegelt sich im polierten Marmor. Ja, geben wir ihm die 750 Kupfer. My people have sold their lands, their Adra and their dignity. I say Ngati keeps count. Mein Volk hat sein Land, sein Adra und seine Würde verkauft. Ich sage, Ngati führt Buch darüber, ja. Er errötet und weicht Tekios Blick sorgfältig aus. Take it, with my blessing. Nimm es mit meinem Segen. Er überreicht dir ein großes, glänzendes Muschelhorn. Seine Oberfläche ist mit Symbolen versehen und an der Spitze sitzt ein silbernes Mundstück. Ja, wir haben jetzt das zweite Horn. Horn der Wellen. Diese Muschel ist mit dem Wellen- und Mondsichel-Symbol von Ondra versehen. Die Spitze wurde abgesägt und mit einem silbernen Muschelstück versehen. Wenn du sie ans Ohr hältst, hörst du das Rauschen der Wellen und die leise Stimme einer singenden Frau. Ja. Dasselbe mit dem hier. Wellen- und Mondsichel-Symbol von Ondra und das hier auch Wellen- und Mondsichel. Also haben wir jetzt 2. Wellen und Tiefen. Ah ja, das hier war die eine DSC, Bestie des Winters, glaube ich. Königin Oneska Sendscheiben, glühender Adra-Strumpf. Ja, Xotis Laterne könnte ich damit verbessern, Pläne der Schatzkammer. Spule des Aals und den Bera-Tempel. Vollmacht der Valianischen Handelsgesellschaft. Zimmerschlüssel Krakenauge. Mhm. Das Schwert hier kann mal weg. Ja, was wollte ich gerade? Genau, Xodis Laterne können wir ja mal ganz kurz gucken. Wir könnten sie außergewöhnlich machen. Wir könnten mit einem Adra-Glühstrumpf eine dieser beiden Verbesserungen herstellen. Anforderung für dreschende Aura. Herstellungsvoraussetzung nicht erfüllt. Könnte also nur das? Dreschende Aura, gewährt dreschende Aura plus 1% Schaden. Und Licht der Dämmerung. Resistenz gegen Zauber. Hm. Warum auch immer das nicht geht. Ach, wahrscheinlich bräuchte ich dafür einen Mönch.
Weil Seelenwächter ist eine Mönchsfähigkeit. Während heiliger Glanz eine Priesterfähigkeit ist. Ja, gut. Können Sie noch außergewöhnlich machen? Da ist die Schildabwehr höher.